Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Tales of Systeria. Ja, die nächsten Folgen werden wahrscheinlich erstmal daraus bestehen, dass wir hier herumirren und irgendwie den Weg nach unten finden. Da wollen wir ja hin. Ja, und jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir das so alles geschaukelt bekommen hier, dass wir nach unten kommen. Ich werde jetzt wohl auch einige Zeit kämpfen müssen, das heißt, in den nächsten Folgen werde ich wahrscheinlich auch deutlich ruhiger sein als sonst. Weil die Kämpfe ja doch mal ziemlich laut sind und man sich dann übertönt. So, deswegen wundert euch nicht, wenn ich in den Kämpfen quasi gar nichts sage, weil da versteht ihr mich sowieso nicht wirklich gut. Im Gegenteil, ich glaube, das ist dann sogar eher unangenehm, die Charaktere zu hören, die Kampfgeräusche und mich noch. Aber das dauert jetzt, weil ich nicht amortisieren kann. Und nicht noch so eine Spinne. Die Nerven. Oh, das wollte ich gar nicht. Hang on, everyone! Break down! Break on through! Now's my chance! Blue Flurry! Here goes! Dieser Pfeil macht abartigen Schaden. Here, everyone! Focus on defense! Yes! Burst! Break down! Break on through! Spirit cleansing! Elixir protect! Ocean Blitz! Azure Assault! Blue Flurry! Ocean Blitz! Wir müssen hier wieder so eine Treffer-Kombo aufgebaut kriegen. So, erstmal wieder aufladen. Boah. Blue Flurry! Wir haben sie in die Ecke getrieben! Blue Flurry! Eyes on the prize! Blue Flurry! Yeah. Was ist hier für ein oranger Punkt? Was bedeutet der orange Punkt? Ich habe keinen Plan. Gut, wir gucken erstmal noch, wo wir hier hinkommen, wenn wir dem Weg weiter folgen. Ja, den machen wir natürlich allen mit Wasser am meisten Schaden. Hang on, everyone! Ocean Blitz! Break on through! Alright! Sind denn alle um die Ecke? Spirit cleansing, elixir protect, ocean blitz. Break through. What powerful art? Sweet dream. Ocean blitz. Azure assault. Break through. Blue flurry. Break down. Blue flurry. Whoa. Break on through. All right. Blue flurry. So, jetzt haben wir noch den, ne? Break on through. Release my rhapsody. Oh nee, da ist noch so ein... Echt? Oh. Oh. Oh, da muss ich da mal ganz kurz nachschauen. Apfelgummi haben wir einmal. Wer denn? Du?
Oh, was anderes haben wir nicht. Shitte. Vor dem laufen wir jetzt einfach mal ganz kackendreist weg. Nach oben will ich eigentlich nicht. Da können wir durch. Ah, shit. Den Kampf wollte ich mir eigentlich sparen. Das ist die Frage, diesmal sollte ich wahrscheinlich gar nicht amortisieren. Ja, jetzt sind wir mit der Kamera wieder so doof, ne? Blöd. So, die Viecher noch. Oh, shit. Dann... Ah, gegen Erde ist der auch schwach. Nee, aber nicht wirklich. Come forth, Gale Phantom. Here goes. Eyes on the board. Go. Here goes. Let's do our best. Yeah. Eyes on the board. I'll give my all. Hit. Let's do our best. I'll give my all. Eyes on the prize. Unleash your hidden power. This isn't over. Imbuement. Ist mit Cleo platt? Focus on defense. What a formidable. Das ist jetzt hier natürlich an dieser Stelle extrem blöd. Let's restore our vitality. Ja, ich hab nichts mehr. So. Hey, warum brennt es nicht? Irgendwas anderes muss ich anscheinend erst anzünden, aber was denn? Snacks are done. Ich glaube, mit den Snacks kann ich kein Leben wiederherstellen, ne? Die sind dafür nicht geeignet. Nee, das war das. Wie funktioniert das denn dann, wenn das hier... Hä, jetzt geht's auf einmal doch. Jetzt blicke ich gar nicht mehr durch. Aber hier haben wir nur eine Truhe. Brennender Ansturm, Kampfschuhe. Ja, muss ich demnächst nochmal gucken, dass ich nochmal was austausche. Muss ich vielleicht die andere da hinten auch noch öffnen? Dann würde ich aber zumindest da nicht weiterkommen. Dann müssen wir vielleicht doch hinten die Treppe rauf. Aber das ärgert mich jetzt gerade enorm, dass ich nichts mehr habe, um hier das Leben wiederherzustellen. Aber Mikleo hat doch volles Leben. Warum war der eben im Kampf nicht dabei? Hm, nein, aus. Ach komm. We can't afford to hold back. Let's do this. Whoa. Ihr langweilt mich. Fluent surge, fluent surge. Fluent malevolence. Lion's resilient. Fluent surge. Fluent surge. Doesn't look good. Lion's fluent. That did it. Oha, wir brauchen beide Hilfe. Amortisierung. Blue flurry. This one's tough. Break down. Don't slack on defense. Break on through. Open the floodgates. Bubble arrow. Is this the end? Am I all here? Scheiße. Ich habe nicht gespeichert. Warte.
Trank des Lebens. Ich hab doch so viel davon. Solid rock, fluent surge, I got not yet. Whoa, I got you. I don't feel so hot. I got you. Alter, wie ist nicht der eine? Das kann doch nicht wahr sein. Warum kriege ich das denn nicht gebacken hier? I won't lose this time. Ist es hier vielleicht jetzt gerade sinniger zu flüchten? I'm counting on you all. Yeah, I heard you. Let's get out of here. Ja. Also hier muss ich echt mal gucken. Die sind schon ganz, ganz ordentlich hier. Ach, da ist wieder... Oh, hier kommen am laufenden Band irgendwelche Viecher, die ich nicht will. Ich will nicht. Let's take our leave. Okay. Das ist doch das, wo wir schon waren, ne? Ja, das ist jetzt die andere Tür. Und hier können wir wieder gehen. Da geht's wieder raus. Wie kommen wir hier weiter? Ich habe mich ja schon in Berseria ziemlich dämlich angestellt bei den... Der Mist ist halt, ich habe halt keine von diesen Gummis mehr über, ne? Falsch rum. Vielleicht genau andersrum. Nein. Oh, lass mich in Ruhe. I can't lose. I can't lose. It's time. It's time. Let's take our leave. Ich würde ja gerne kämpfen, weil ich brauche eigentlich die Erfahrungspunkte, aber es macht ja momentan nicht wirklich Sinn. Was soll ich machen, wenn ich dann die Charaktere hier nur verheize? Auch falsch. Dann können wir es noch einmal andersrum probieren. Und wenn das dann nicht hinhaut, dann muss definitiv der mittlere der erste sein. Machen wir mal eins, zwei, drei. Auch nicht. Eins. Hoch. Zwei. Drei. Die letzte Möglichkeit, die es sein könnte, war es dann auch. Hoch. Warte mal, nee, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir machen erstmal ein Schnellspeichern. So, und jetzt? Jetzt müssen wir wieder runter.
Und ich hab hier mal runter. Wie kommen wir denn da jetzt? Das bringt meinem logischen Denkvermögen auch nicht wirklich was. Gerade. What the hell? Muss ja hier noch irgendwas übersehen haben. Könnten Sie fragen, ne? Wir machen mal die ersten beiden. Ist das heiß hier? Das ist sicher eine Feuerprüfung. Bah, ich kann kaum atmen. Das ist das erste Mal, dass ich mir diese knappe Kriegermädchenmontur wünsche. Irgendwas stimmt hier nicht. Schon wieder so ein Ding mit diesen kleinen Unterschieden, oder? Ich würde ja helfen, aber mein Hirn ist leider Matsch. Wenn es dieses Mal nicht nur um die Reihenfolge geht, ist es wahrscheinlich etwas anderes, was noch dazukommt. Kopf frei machen, aufmerksam beobachten in der Art. Oder wir brennen den verdammten Schrein einfach ab und gönnen uns irgendwo einen kühlen Eistee. Ich wäre dabei. Ja, aber wie, wo, was weiß Obi? Da oben ist auch nochmal so ein Symbol. Wir brauchen mehr Lava. Sure is a lot of gold lying around out there. Wir gehen auf der anderen Seite noch mal rauf. Ich glaube, wir müssen aus dem anderen Kopf auch noch Lava bekommen. Und dann müssten die Bodenplatten so hoch sein, dass wir einfach in die Mitte rüberlaufen können. Das probieren wir jetzt aus. Oh, guck mal, da ist ja so ein kleines Vieh. Komm, den nehmen wir jetzt mit. Was haben wir denn hier gerade? Was hat denn Soray gerade für ein Schwert? Ach ne, der hat die Dolche, ne? Hä? Was hat denn dann Soray? Lähmungsfähigkeit, packen wir mal drauf. Da, rechts neben uns, das Vieh. Wenn es hier auch wieder danach geht... Okay, das ist direkt falsch. Hä? Wo geht es denn nicht? Ah, da hinten ist noch eins. Alter Schwede. Was haben wir hier drin? Purpurschleier für die Mädels. Oh, Pfirsichgummis, sehr gut.
Warum gehen hier denn alle aus? Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Ich krieg das aber nicht mehr aus, oder? Nee, nee, du, ich will dich nicht. Was müssen wir denn machen, damit die alle vier brennen? Das ist das Einzige, was gerade brennt. Das hört auf zu brennen. Das hört auch sofort auf zu brennen. Das da hinten auch. Das ist irgendwie absolut rätselhaft, würde ich mal so fast sagen. Ich würde mich dann aber auch für heute von euch erstmal verabschieden. Wir werden nächste Folge weiter rumprobieren und weiter rumtesten. Dann muss ja irgendwo noch was fehlen. Aber normalerweise sind sie doch immer erst ausgegangen, wenn man alle anhatte und es war was falsch. Keine Ahnung. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall für heute erstmal von euch verabschieden. Bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Bis dahin. Tschüss!